Seefelder Kristallzauber 2012. Meine Damen und Herren, ich bin sehr, sehr stolz, den nächsten Künstler ansagen zu dürfen. Ich bin ein großer Fan von ihm und das, was dieser Mann schon Platten verkauft hat, da muss ich, glaube ich, noch einmal 5 Leben dazu tun. Also der hat alleine mit Yesterday Man über 100 Millionen Platten verkauft, hat auch für viele andere Superstars Welthits geschrieben und es ist nicht selbstverständlich, dass er sich die Mühe antut, heute nach Seefeld zu kommen, aber er hat gesagt, da bin ich dabei. Seid ihr bereit für einen wirklich großartigen Menschen? Er ist nicht nur ein guter Sänger, sondern wirklich ein ganz, ganz großer Mensch mit einem ganz großen Herz. Ein Riesenapplaus für Chris Andrews! Mein Name ist Chris Andrews. Ich bin 49 Jahre alt, komme aus London in England. Was? Ehrlich? Na, ich gebe zu, 49 plus Mehrwertsteuer. Okay, jetzt geht's los. Okay. Dies war ein ganz alter Titel von dem Jahrgang 1970. Aber ich möchte gerne einen Titel machen von meiner neuen CD, mit ihr Erlaubnis. Die CD heißt 50-50 und sing eine Titel von dieser CD heißt Left His Heart in Africa. Hey! Girl, went on down to Mexico.
1965 ein Titel geschrieben für eine Künstlerin, das war eine Künstlerin, Sandy Shaw. Und Sandy wollte diesen Titel nicht aufnehmen und meine gute Freundin aus den Rolling Stones, Mr. Bill Wyman, hat gesagt, sing diesen Titel selbst. Und das habe ich getan. Titel heißt Yesterday Man.
Ist das nicht der Wahnsinn? Danke. Ist das nicht der Wahnsinn? Vielen, vielen Dank. Moment, ich habe den Chris gefragt, ich habe immer schon einen Traum gehabt, weil Yesterday Man ist einfach ein ganz, ganz großer Hit. Wann hast du den Hit geschrieben eigentlich? 65. 65? Darf ich dann Bruder zu dir sagen? Chris, würdest du mir einige Fragen? Ja, tu ich. Ich komme darauf an, was das ist. Darf ich einmal mit dir den Refrain Yesterday Man singen? Ja, klar. Aber du musst den hohen Bart singen, weil so hoch komme ich nicht raus. Ich dachte umgekehrt. Meine Gocki-Gacki ist genug. Er war bei den Sängerknaben. Würde das gehen? Würde gerne, das gerne. Ja. Hey. Machen wir gerne. Ja, klar geht. Wollt ihr das hören? Ja! Ist euch kalt? Yesterday, man. Thank you.